Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceth. In der letzten Folge haben wir die Sandschleier-Ruinen beendet. Was heißt ihr beendet? Ich habe das Rätsel nicht gemacht, was ich euch hier gezeigt habe, aber naja. Wir haben die Entdeckung da gekriegt und deswegen reicht das schon. Wir haben hier eine etwas andere Cutscene in. Wo sind wir überhaupt? Juliberte, ne? Sablesol. Mein Gott. Erledigt und ja. Ich glaube. Ich meine mich zu erinnern, dass. Wir machen übrigens wieder ein paar Nebenquests, so ganz nebenbei. Ich meine mich zu erinnern, da bin ich ja irgendwann schon mal letztens hingegangen, dass hier irgendwo eine Cutscene ist. Was? Königs irgendwas. Ah, Mann, das gibt man. Königssitte, okay. Are you going to put on a bathing suit, Richard? I'm sure you could borrow one at the check-in counter. No, I'm afraid it's not appropriate for royalty to be seen wearing revealing clothing, such as swimsuits. I didn't know that. Man, it must be tough being royalty. Do you truly believe such a custom actually exists? Perhaps Richard has a deeper reason for declining. A deeper reason? Like what? Well, perhaps he simply doesn't know how to swim. Oh. That wouldn't be deep at all. Who says he can't swim? Believe it or not, His Majesty once won a prize in the youth division of the Grailside Swimming Championships. Grailside? Those are tough. But Richard just said that royalty can't be seen wearing swimsuits. He swam in the same royal regalia he's wearing now. He swam in that? Natürlich. Der wusste ich sogar noch sehr schön. Aber stellt euch das mal, komm, wir nehmen uns mal eine Minute Zeit, uns das bildlich vorzustellen, wie Richard durchs Wasser schwimmt in seinen schwarzen Mantel. Sehr schön, aber naja. Ja, einen Moment mal. Ja, ungefähr so sieht das aus. Sehr schön. So, hier ist die Quest, die ich irgendwann mal gedacht hatte, dass sie hier ist. Was für ein Satz. Oh, es kommt. Stimmt etwas nicht, Frau Turtles? Seid ihr krank? Nein, das ist es nicht. Ich stehe kurz vor der Entbindung. Oh, was? Was wollt ihr denn entbinden? Ein Baby, Sophie. Sie bekommt ein Turtles-Baby. Wow, das ist ja ein Ding. Was meinst du damit? Die Turtles-Ökologie war stets geheimnisumwoben. Das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts sein. Komm schon, Baby, du schaffst das. Achso, das war Sophie. Jetzt kommt's. Das war's. Das war fantastisch, Frau Turtles. Glückwunsch. Moment, hä? Lass mal sehen. Hm? Okay. Was ist das? Achso, was hast du gedacht? Uff, danke. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ihr habt es geschafft. Jetzt seid ihr eine Turtles-Mama. Ja, jetzt bin ich eine Mutter, aber ich werde das Baby vorerst hier lassen. Ich hol's erst ab, sobald es sich bewegen kann. Wird es denn nicht angegriffen werden, wenn es alleine hier zurücklässt? Wenn ihr es alleine hier zurücklässt? Nein, dem passiert schon nichts. Deshalb habe ich ja auf dem friedlichen Strand entbunden, ja? Interessant, wenn irgendein Ort sicher ist, dann wohl der hier vermutlich. Jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass niemand dem Baby was antut, richtig? Sophie, ich glaube, dieses Panzerding ist bloß ein... Ich wette, das Baby wäre sehr froh, wenn es ihr ab und zu nach ihm sehen würde. Alles klar. Also gut, ich muss los. Ich muss das Beste aus dem Rest meines Mutterschaftsurlaub machen. Okay. Wie geht's dir, Turtles Baby? Geht's dir gut, ja? Das ist schön. Wo geht sie hin? Wo geht sie da im Hintergrund hin? Wir sollten ja wohl einen Namen geben, hm? Du hast schon ein... Oh, Turtles-Knirps. Hm? Aha. Wo geht sie da im Hintergrund hin? Ach Mann, ich dachte, wir würden alles über die Turtles-Ökologie erfahren. Stattdessen ist alles nur noch rätselhafter. Ja, sehr merkwürdig. Spezifizierendes Leben. Wie das aussieht, ey.
War schon wieder kein Titel. Ich dachte, wir kriegen einen Titel, wie bekloppt. So, dann muss ich jetzt noch mal nachdenken. Boah, was wollte ich denn jetzt noch machen? Was haben wir denn hier noch alles? Turtles Boss, so viel Samensammlung. Ja, das können wir irgendwie nicht machen. Die magischen Katar. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ich habe jetzt nur einen Titel davon bekommen, ne? Sapli soll war das, ne? Ich glaube, wir können mal versuchen, hier restlichen Titel zu bekommen für die Dinger. Für die Katars. Wir müssen ja eigentlich genug haben, ne? Ich glaube, da brauchen wir nur 30 oder so. So. Hier, langes her, ne? Solo, ja. Leicht. Erstmal mit 100 Punkten, normal. So, das müssen wir schaffen, ohne dass irgendwie der Gegner irgendwie dazu kommt. Das wird jetzt schwierig, weil wir haben jetzt verdammt viele. Das ist von Dingens. Tales of Hearts, ja. Das ist nur, weil ich das noch auswendig weiß von früher. Das ist Luke, auf jeden Fall. Sehr schön. Läuft gut. Boah, keine Ahnung, wer ist denn hier ein Dingens? Oh ja, das haben wir schon vermasselt. Willst du kämpfen oder fliehen? Ey! Okay, Martha. Boah, keine Ahnung. Der hier? Ja. Hätten wir viel früher machen sollen. Wir haben jetzt schon viel zu viele Karten. Keine Ahnung. Leon, ja. Okay, haben wir schon vermasselt eigentlich. Chester, hier. Nee, wo ist er? Wer ist denn noch hier? Da, sie sieht es aus, Fantasia. Ja. Blöd ist, der Gegner kam dazu, einige zu ergattern. Deswegen ist das vollkommen blöd jetzt gelaufen. Buch der Kochkunst. Dieses Zauberbuch verdoppelt den Erholungseffekt in kampfgekochter Gerichte. Okay, sehr schön. Das haben wir auch noch nicht. Da wir müssen halt einwandfrei schaffen, ohne dass der Gegner irgendwie dazu kommt. Aha. Ich habe keine Ahnung. Kann ich irgendwie abbrechen? Ja, das ist jetzt eigentlich nur auswendig lernen. Okay, nochmal. Es fehlen noch zwei Titel, ja? Kriegen wir doch bestimmt irgendwie hin. My sword cuts all. Lloyd? Nein. Hier, Stan. Nein! Dann, Chess? Nein. Guy, was? Man hat der mal gesagt. Ein Ganobi wie er, was weiß ich. Ah, Petty. Keine Ahnung. Vor allem die tun immer richtig hier liegen. Was soll das eigentlich? Weiß ich doch nicht. Wenigstens werden wir so ein paar Charaktere aus den Tales aufspielen kennen. Celestia. Das? Nein. Willst du mich verarschen? Wie schnell ging das denn? Er hätte ja gar nicht reagieren können. Ja, das ist überhaupt nicht nervig. So. Keine Ahnung. Klappe, klappe, sie hier. Okay. Sieht aus, Tales of Hearts. Warte mal. Boah, wer war noch mal?
Warte mal. Wo ist er? Boah. Wo ist er? Sie. Also, boah. Schon wieder alles vermasselt. Jetzt nein. Ich weiß nicht, ob ich das auch offscreen machen soll, weil es mir jetzt blöd. Das ist Lloyd. Das weiß ich nur auswendig, nicht weil ich es im Vorjahr gespielt habe. Also am Spiel bin. Mal sehen. Oh, was? Na. I have no doubt anymore, Master. Oh, sehr schön. Hör mal sowieso nicht mehr, aber egal. Boah, das Dings, Emil. Na, der epischsten Sätze überhaupt. Courage is the magic that turns dreams into reality. Symphonia 2. Was soll ich damit, Mann? Aber wir haben viel zu viele Karten, das ist jetzt viel zu blöd. Mein Gott, da sind schon wieder vollkommen andere Karten da. Thank you for assisting me with my daddy's bear. Das weiß ich nur auswendig. I've been a great burden on you all. Lloyd Irving, wake up! Das ist Dings Rain. Lloyd? And I thought I'd finally earn the right to die. Das ist Kratos. Da weiß ich noch auswendig alles. Und vor, was weiß ich, für 4 Jahren. Boah, läuft gerade so gut, aber ich glaube nicht. Boah, wer war das nochmal? Da war Rute, genau. Wo ist sie? Ja. Das ist ja gut, man kann das Spiel einfach hier pausieren. So, jetzt der letzte. Wollt ihr meine Mannschaft sein? Boah. Nein. Nein. Das ist auch ein paar. Das ist auch ein Pirat, Mann. Wer war das nochmal? Boah. Ist das so was von. Boah, wer ist denn hier ein Charmeur? Was? Ach so. Don't worry about it. From now on, eat your fill, okay? I'm gonna work hard to keep. Ey, das ist so blöd, ne? Das lief so gut am Anfang. Das ist alles nur auswendig lernen. Auch schön. Ei möchte ich nur mindestens haben. Oh Mann, schon wieder vollkommen neue Karten. Warte mal doch now gerade. Bis sie. Ja. Wo ist Lloyd da? I have seen many force adepts in my day. Boah, was weiß ich. Hey. Du bist doch schwachsinnig. Chris, did you know? Ja, ja. The people of Mizuho were chased from this. Ja, das Ding ist Mizuho, da bin ich doch gerade. Kann ich verarschen? Ich darauf reagieren sollen. Shut up. Just shut up. Wer war das nochmal? I don't trust anyone. Kids again. Wieder Kinder. Also nicht. Okay. Hey, wie ich immer abgezogen werde am Ende. Überleg echt, ob ich das offscreen mache. Weil im Prinzip sieht man ja, wie halt abläuft. Jetzt schaffe oder nicht. Immer werde ich das sowieso schaffen. Boah, keine Ahnung. Was ist los mit dir? Kann schon wieder aufgeben. Das bringt doch nichts, wenn ich weitermache.
Ja, komm schon, den einen möchte ich doch mindestens noch haben. Boah, das wusste ich sogar noch. Ah. Ja, Zellos. Da weiß ich sogar noch, ey. Ja, das weiß ich sogar noch. Das ist Fantasia. Boah, wo ist er? Wo ist er? Ja. Nein, ich hab da lange gedacht, Mann. Lass mich verarschen. Also. Wie willst du denn darauf reagieren, Mann? Was weiß ich. Ma. So, was schwachsinnig hier. Ich kann nicht sehen. What exactly is that? Ah. Wir sagen ein oder zwei Versuche noch. Danach ist mir halt zu blöd. Dann mache ich auf Screen. Mein Gott. Listen up. You lay one. Ja. Du bist so aus wie L irgendwie. Oder wie Mikami. Boah, das war hier dieser der Typ, der so aussah wie ein Samurai, wo ist er hier? Sieht irgendwie aus wie ein Samurai, der Typ, weiß ich nicht. So, jetzt immer schön pausieren. Keine Ahnung. Ja. Wo ist er hier? Warum muss ich dann perfekt schaffen, Mann? Ja, geil. Weiß ich noch auswendig. Ja. Mein Gott, immer noch ein. Was weiß ich? Hey, was für eine Ironie, die beiden sind direkt nebeneinander. Boah, wir warten nochmal, der hier. Weiß ich auch auswendig. So, lief jetzt gut, noch ein Versuch. So, und danach, wenn er danach nicht geht, dann mache ich da aufs Screen. Mein Gott, das ist ja sowas von blöd. Wahrscheinlich muss er unbedingt perfekt sein. Wenn der PC tut so schnell reagieren. Luke von Fabre. Martha war das, genau. Hier. Ich weiß, das ist ein bisschen geschummelt so, aber... Das war Kyle, wo ist er? Wo ist er? Da. Bams. Komm schon. Okay, das weiß ich nicht wieder, Mann. Er sieht so aus, als würde er viel wissen. Boah! Oh, keine Ahnung. Du, ja, okay. Ja, Future, da sind wir doch gerade. Warte mal, das kommt mir auch noch bekannt vor. Wo ist sie? Er ist sogar schon da drauf, mein Gott. Mein Gott, ein Fehler. Beziehungsweise einmal war er zu schnell, einmal wusste ich nicht. Warum kriege ich nur Apfel? Was ist das eigentlich? So, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon in der nächsten Folge hier habe, aber ich weiß, was ich schon in der nächsten Folge mache und das gehört auf jeden Fall nicht dazu. Laden wir mal einen Mix auf. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.